von langer Hand. Da zog mal eine Mauer hoch, hat viele Menschen ins Exil verbannt. Doch sie sind alle aufgestanden, die Freunde und Verwandten in diesem Land vor langer Zeit. Mit Hunderttausenden im Widerstand stieß man die Mauer um. Doch nun haben wir ein Déjà-vu und sie verkaufen uns für dumm. Darum geh auf die Barrikaden gegen die Faschisten mal. Hunderttausende im Widerstand. Willkommen in Absurdistan, im Corona-Lügenwahn. Sie rauben unser ganzes Geld für ihre scheiß Global-Faschisten-Welt. Der Corona-Wahnsinn geht weiter, das Grundgesetz ist tot. Willkommen in Absurdistan. Willkommen in Absurdistan. Wir leisten Widerstand im ganzen Land. Und das aus gutem Grund. Denn sie nehmen uns die Freiheit weg und belügen uns, das wäre gesund. Sie behandeln uns wie Knechte ohne Freiheit. Drum leistet Widerstand im ganzen Land. Willkommen in Absurdistan, im Corona-Lügenwahn. Sie rauben unser ganzes Geld für ihre scheiß Global-Faschisten-Welt. Der Corona-Wahnsinn geht weiter, das Grundgesetz ist tot. Willkommen in Absurdistan. Willkommen in Absurdistan. Der Mädchen, einheitsfrei, der schert sich nicht darum. Drum geht er meistens mit der Wahl ein wenig kreativer um. Der Mädchen, einheitsfrei, dem ist es allerlei. Von Lücke bis zur Lügenpresse, die Meinung, die ist frei. Doch wer einmal ist, den glaubt man nicht. Und wenn der auch die Wahrheit spricht, dem ist für Mädchen alles frei. Willkommen in Absurdistan, im Corona-Lügenwahn. Sie rauben unser ganzes Geld für ihre scheiß Global-Faschisten-Welt. Der Corona-Wahnsinn geht weiter, das Grundgesetz ist tot. Willkommen in Absurdistan. Willkommen in Absurdistan. Willkommen in Absurdistan. Mit unserem Attachen. Willkommen in Absurdistan. Willkommen in Absurdistan. Willkommen in Absurdistan. Mainstream-Medien-Einheit ist das